Läuse sind kleine Parasiten, die zwischen 2 und 3 mm lang sind. Sie haben eine helle, graue Färbung. Der genaue Farbton ist jedoch individuell ausgeprägt. Sie ernähren sich von kleinen Mengen Blut des Wirtes. Wie kann man Kopfläuse beseitigen? Kopfläuse nisten sich in der Regel auf der Kopfhaut, in den Haaren, hinter den Ohren, an den Augenbrauen und sogar in den Wimpern der Menschen ein. Sie werden durch direkten Kontakt und manchmal durch die gemeinschaftliche Nutzung von persönlichen Gegenständen wie Hüten, Mützen oder Haarbürsten übertragen. Obwohl Läuse nur etwa 28 Tage leben, können sie sich schnell vermehren, da sie täglich 10 Eier legen. Die Eier oder Nissen wiederum erreichen das Erwachsenenalter innerhalb von 12 bis 14 Tagen. Wenn Läuse nicht schnell behandelt werden, können sie sich vermehren. Also wird der Prozess alle 3 Wochen wiederholt. Bis heute sind keine Fälle bekannt, in denen die Übertragung von Krankheiten durch Kopfläuse erfolgt wäre, weshalb sie nicht als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit angesehen werden. Allerdings können sekundäre Hautinfektionen auftreten, wenn der betroffene Bereich zerkratzt wird. Was ist zu tun, wenn man Kopfläuse hat? Obwohl Läuse kein ernstes Gesundheitsproblem darstellen, ist eine Behandlung erforderlich, die Familienmitglieder und enge Freunde einschließt und wiederholt vorgenommen wird. Leider gibt es keine zugelassene Medizin auf dem Markt, welche die Eier der Läuse, Nissen, komplett beseitigt. Es ist empfehlenswert, sowohl Medikamente als auch alternative Behandlungsformen zu verwenden. Wir zeigen dir hier die effektivsten Verfahren und Produkte für den Fall, dass du sie eines Tages benötigen solltest. 1. Kopfläuse beseitigen mit Eukalyptusöl. Bis heute sind keine Fälle bekannt, in denen die Übertragung von Krankheiten durch Kopfläuse erfolgt wäre, weshalb sie nicht als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit angesehen werden. Allerdings können sekundäre Hautinfektionen auftreten, wenn der betroffene Bereich zerkratzt wird. Obwohl Läuse kein ernstes Gesundheitsproblem darstellen, ist eine Behandlung erforderlich, die Familienmitglieder und enge Freunde einschließt und wiederholt vorgenommen wird. Leider gibt es keine zugelassene Medizin auf dem Markt, welche die Eier der Läuse, Nissen, komplett beseitigt. Es ist empfehlenswert, sowohl Medikamente als auch alternative Behandlungsformen zu verwenden. Wir zeigen dir hier die effektivsten Verfahren und Produkte für den Fall, dass du sie eines Tages benötigen solltest. Der Eukalyptus ist ein in Australien beheimateter Baum, der heute auf der ganzen Welt angebaut wird. Verwendet werden die Blätter und das durch Destillation gewonnene Öl. Tatsächlich kann Eukalyptus für Dutzende von Anwendungen eingesetzt werden. Dieses pflanzliche Öl, das für den menschlichen Körper verschiedene Vorteile hat, kann als Hilfsmittel bei der Behandlung von Läusen eingesetzt werden. Die zähflüssige Konsistenz des Öls entzieht den Läusen den Sauerstoff. Dank des Olivenöls können die Läuse nicht mehr atmen und sterben an Erstickung. Dieses Naturprodukt entsteht mittels Bakterien durch die Essigsäuregärung von Alkohol. Kleiner als 7.120.678 --Desktop-Generic-Box-Mid-App --Google-Tag-CMD-Push-Function-Google-Tag Define Slot 7.120.678 --Desktop-Generic-Box-Mid-App 336 280 300 250
DIVGPTAD15033917431120. Setargeting, Red, Volz. Setargeting, Section, 2. Setargeting, URL. Kopfläuse beseitigen mit 6 Hausmitteln. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafil Type, GetMRFP. Set Clips Empty Div True, True. Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag. Display DIVGPTAD15033917431120 kleiner als 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich n-1 bindestrich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1. DIVGPTAD15130946906767-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section. 2. Setargeting, URL. Kopfläuse beseitigen mit 6 Hausmitteln. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafil Type, GetMRFP. Set Clips Empty Div True, True. Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats. Clips Empty Divs Google Tag, Enabled Services Google Tag. Display DIVGPTAD15130946906767-0 zu ihren Bestandteilen gehört Essigsäure. Die hilft, das Chitin in den schützenden Schalen der Nissen aufzulösen. Die Schalen werden verwendet, um an den Haaren zu haften. Man kann die beiden oben genannten Heilmittel kombinieren und ein Haarbad mit Essig und Olivenöl vorbereiten. Zutaten 2 Tassen weißer Essig 500 ml, 2 Tassen Olivenöl 500 ml, Zubehör Plastikfolie für die Küche Läuse kam aus Metall Was ist zu tun? Essig auf eine geeignete Temperatur erhitzen, um die befallene Person nicht zu verbrennen. Das vorher angefeuchtete Haar im erwärmten Essig einweichen und einige Minuten einmassieren. Bis das Haar weitestgehend bedeckt ist. Nimm dein Haar und wickle es vollständig in Küchenfolie ein. Schließe das Paket so gut wie möglich um den Kopf, sodass der Geruch und die Inhaltsstoffe des Essigs ihre Wirkung zeigen können. Eine Stunde einwirken lassen. Nach der angegebenen Zeit kann die Folie entfernt und das Haar mit heißem Wasser ausgespült werden. Das Olivenöl ebenfalls auf eine Temperatur erhitzen, die die Haut nicht verbrennt und das Haar damit einweichen. Wieder wird das Haar für eine Stunde in Folie eingewickelt, damit das Öl seine Wirkung entfalten kann. Anschließend wird die Folie entfernt und mit dem Läusekamm werden die Läuse und Nissen abschnittsweise ausgekämmt. Sobald alle Nissen entfernt wurden, kann das Haar auf die übliche Weise mit einem Shampoo nach Wahl gewaschen werden. Aufgrund der Vorbehandlung sind gegebenenfalls mehrere Waschgänge nötig. Anmerkung: Manche führen nur die Essigbehandlung durch. 4. Kopfläuse beseitigen mit Teebaumöl. Teebaumöl gilt als eine der besten Substanzen, um Läusen den Garaus zu machen. Kleiner als 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down bindestrich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag
Defines Lot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down 300 250 336 280 DIVGPTAD 15033917906477-0 Z-Targeting, RET, FOLTS, Z-Targeting, Section, 2, Z-Targeting, URL, Kopfläuse beseitigen mit 6 Hausmitteln, Z-Targeting, Topic, Default, Z-Targeting, Mafil Type, GetMRFP, Z-Clips empty div true, true, ad-service Google Tag, pubads Google Tag, enabled services Google Tag, display divgptad 15033917906470-0 Dieses Öl stammt aus dem Strauch Melaleuca alternifolia, der ursprünglich aus Australien stammt. Und wird seit der Antike zur Behandlung von Hautproblemen verwendet. Es hat antivirale, antibakterielle, antimykotische und antiseptische Eigenschaften, Funktionen, die sehr geschätzt werden, wenn es darum geht, Läusebefall zu verhindern. 5. Kopfläuse beseitigen mit Petersilie. Dieses Naturprodukt entsteht mittels Bakterien durch die Essigsäuregärung von Alkohol. Zu ihren Bestandteilen gehört Essigsäure, die hilft, das Chitin in den schützenden Schalen der Nissen aufzulösen. Die Schalen werden verwendet, um an den Haaren zu haften. Man kann die beiden oben genannten Heilmittel kombinieren und ein Haarbad mit Essig und Olivenöl vorbereiten. Zutaten zu Behör, was ist zu tun? Anmerkung, manche führen nur die Essigbehandlung durch. Teebaumöl gilt als eine der besten Substanzen, um Läusen den Garaus zu machen. Dieses Öl stammt aus dem Strauch Melaleuca alternifolia, der ursprünglich aus Australien stammt und wird seit der Antike zur Behandlung von Hautproblemen verwendet. Es hat antivirale, antibakterielle, antimykotische und antiseptische Eigenschaften, Funktionen, die sehr geschätzt werden, wenn es darum geht, Läusebefall zu verhindern. Diese Pflanze, die auf den kleinen Inseln des Mittelmeers beheimatet ist und häufig verwendet wird, hat viele medizinische Eigenschaften. Dank ihrer Anteile an Beta-Carotin fördert sie die Heilung, da sie im Fall von Wunden den Reparaturprozess der Haut beschleunigt. Einige der darin enthaltenen ätherischen Öle haben antibakterielle und antimykotische Eigenschaften, die bei Hautinfektionen helfen und gereizte Haut beruhigen. So hilft Petersilie dabei, Läusebefall zu beseitigen, reduziert Reizungen durch Stiche und reguliert den pH-Wert der Kopfhaut. Lavendel ist eine Heilpflanze mit einer großen Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten in Form von ätherischem Öl. Lavendel wirkt unter anderem als Analgetikum, Zellregenerator, Beruhigungsmittel. Einer der wichtigsten Effekte gegen Läuse ist jedoch sein Duft. Eine Eigenschaft der Pflanze, die zur Abwehr verwendet werden kann. Auch bekannt als Läusekamm. Handelt es sich hierbei um ein leicht zugängliches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Nissen und Läuse zwischen seinen feinen Borsten einzufangen. Dieser Kamm wird vor allem dann verwendet, wenn das Haar nass ist. Das Verfahren ist am effektivsten, wenn Haarconditioner und Alkohol angewendet werden, da die Wirkung beider Mittel den Kamm leichter gleiten lässt und weniger Haarschäden verursacht. Kein direkter Kontakt vermeide den direkten Kontakt bei gesellschaftlichen Aktivitäten, wie beispielsweise in Sandkästen oder Schwimmbädern. Kleidung, auch bekannt als Läusekamm, handelt es sich hierbei um ein leicht zugängliches Werkzeug, das entwickelt wurde,
um Nissen und Läuse zwischen seinen feinen Borsten einzufangen. Dieser Kamm wird vor allem dann verwendet, wenn das Haar nass ist. Vermeide den direkten Kontakt bei gesellschaftlichen Aktivitäten, wie beispielsweise in Sandkästen oder Schwimmbädern. Es wird empfohlen, Kleidung, welche die befallene Person einige Tage vor Beginn der Behandlung getragen hat, möglichst heiß zu waschen und im Trockner zu trocknen oder zu bügeln. Läuse und deren Eier können Temperaturen über 53,5 Grad Celsius nicht standhalten. Falls die Kleidungsstücke chemisch gereinigt werden müssen, bringe sie in eine chemische Reinigung oder lagere sie 2 Wochen lang in versiegelten Plastiktüten, um die Ausbreitung von Läusen zu verhindern. Eine gemeinschaftliche Nutzung folgender Gegenstände sollte vermieden werden. Versuche zu vermeiden, dass sich Haare der betroffenen Person in den verschiedenen Bereichen des Hauses verteilen, da sie Nissen enthalten können. Lege dich nicht auf Möbel, mit denen die befallene Person kurz zuvor in Kontakt gekommen ist. Kopfläuse überleben 1 bis 2 Tage auch ohne Wirt. Nissen können ohne die menschliche Körpertemperatur nicht schlüpfen. Aber es wird 1 Woche dauern, bis sie sterben, wenn die notwendigen Lebensbedingungen fehlen. Hinweis: Vermeide die Verwendung von Sprays zur Läusebekämpfung, da diese giftig sein können. Wie du sehen kannst, erfordern Behandlungen zur Beseitigung von Kopfläusen Gründlichkeit und Zeit. Diese Anwendungen sind jedoch praktisch und natürlich. Wir hoffen, dass dir diese Empfehlungen helfen werden.